Und bevor wir jetzt den Weihnachtsmarkt 2018 hier in Bad Wildung tatsächlich offiziell eröffnen, habe ich die Ehre, unsere beiden Spitzensportler Caroline Schäfer und Patrick Lange nochmals ganz herzlich zu begrüßen. Und beide haben dieses Jahr wieder bewiesen, dass sie die absolut Besten sind und zur Weltspitze gehören. Super, Glückwunsch, danke. Das besonders Schöne an beiden ist, dass sie Bürger unserer Stadt sind. Es sind Menschen aus unserem Ort. Der eine oder andere Sportfan ist vielleicht mit ihnen zur Schule gegangen oder hat mit ihnen schon zusammen trainiert. Und wir alle haben den sportlichen Werdegang und den Aufstieg von Anfang an miterlebt. Sie sind Menschen aus unserer Mitte. Heute können Caroline Schäfer und Patrick Lange als Vorbilder bezeichnet werden, da Sportler wie Popstars oder Schauspieler in unserer Gesellschaft als solche mittlerweile anerkannt sind. Sie regen durch ihren Erfolg Jugendliche dazu an, die gleiche Begeisterung und den gleichen Spaß am Sport zu finden, wie es ihnen selbst ergangen ist. Dabei spreche ich beiden meine größte Anerkennung für ihre Beharrlichkeit aus. Der Sieg selbst ist im sportlichen Leben ja nur ein kurzer Augenblick. Der Alltag des Trainings, des Bemühens, der Verpflichtung auch noch der Schule und dem Beruf gerecht zu werden, das ist die eigentliche große Herausforderung. Die Kontinuität, die vielen Stunden harten Trainings und der Selbstüberwindung, das ist wahre Disziplin. Respekt. Caroline Schäfer, übrigens noch herzlichen Glückwunsch nachträglich an dieser Stelle, ist ja mindestens seit 2014 aus den Top-Schlagzeilen überhaupt nicht mehr wegzudenken. Als Siebenkämpferin in der Leichtathletik hat sie sich ihren Namen und ihren Platz wahrlich erkämpft. Aktuell trainiert sie bei der LG Eintracht Frankfurt mit ihrem Trainer Jürgen Sammert. Nur ein kurzes Resümee ihrer doch herausragendsten Erfolge. Da wären zu nennen 2014 der 4. Platz bei der Europameisterschaft in Zürich. 2015 die WM-Teilnahme in Peking. 2016 5. Platz bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. 2017 der 2. Platz bei den Weltmeisterschaften in London. Und dieses Jahr einmal den 3. Platz bei der Europameisterschaft in Berlin und den 1. Platz bei der IAAF World Combined Challenge zum 3. Mal in Folge. Respekt! Darüber hinaus, und das ist auch eine besondere Ehrzeichnung für dich, Caroline, wurdest du zum 2. Mal in Folge zu Hessens Sportlerin des Jahres gewählt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Aber auch Patrick braucht sich nicht zu verstecken. Auch er ist auch den Top-Schlagzeilen des Sports seit mindestens 2012 nicht mehr wegzudenken. Aktuell trainiert er beim DSW Darmstadt mit seinem Trainer, der sich heute entschuldigen lässt, Faris Al-Sultan. Auch hier einige Highlights. Ich fange jetzt nicht bei 2012 an, sondern der fairerweise auch bei 2014. 2014, 1. Platz Gesamtsieg des Rhein-Neckar-Triathlon-Cups. 2015, 5. Platz, und ich weiß nicht, wann es losging bei dir mit dem Ironman, aber ab da kamen zumindest die Siege, Ironman. 5. Platz Ironman Kraichgau, Bronze bei der Deutschen Meisterschaft Mitteldistanz und 4. Platz Ironman Barcelona. 2016 dann, 3. Platz, war das 1. Mal Hawaii? 3. Platz Ironman World Championship Hawaii mit neuem Laufstreckenrekord in 2 Stunden 39 Minuten 45 Sekunden.
Ich schaffe noch nicht mal eine halbe Stunde. Erster Platz Ironman Texas mit nordamerikanischem Meister. Neuer Laufstreckenrekord, 2 Stunden, 40 Minuten, 1 Sekunde. Und noch obendrauf, weil das noch nicht reicht, zweiter Platz Ironman Subic Bay, Philippinen. Neuer Radstreckenrekord in 2 Stunden, 3 Minuten, 39 Sekunden. Da ihm Hawaii so gut gefallen hatte, 2017, wir wissen es noch alle, und der Jubel war, glaube ich, von hier bis nach Hawaii zu hören, erstes Mal, erster Platz, Ironman World Champion Hawaii mit neuem Streckenrekord, 8 Stunden, 1 Minute und 40 Sekunden. Und nebenbei hat er noch den ersten Platz beim Ironman auf Rügen gemacht. Training, okay. Aber dann, Erfolg ist auch mit Ehrgeiz verbunden, 2018. Und das wissen wir auch alle. Und da waren wir auch alle, also ich habe es versucht anzurufen, aber Telefonleitung ist am Daumen zusammengebrochen. Erster Platz, Ironman World Championship auf Hawaii. Neuer Streckenrekord in 7 Stunden, 52 Minuten und 39 Sekunden. Dann, ich nehme an, wieder zum Training, 2 zweite Plätze, Ironman Rügen und Kraichgau. Aber wichtigste Titel, erster Platz, Waldecker, Edersee, Triathlon. Und als ganz besonderes Dankeschön des Landes Hessens wurde auch Patrick Lange dieses Jahr zum Sportler des Jahres gewählt, Hessens Sportler des Jahres, und hat den Bambi Award verliehen bekommen. Auch hierzu herzlichen Glückwunsch. Und bevor jetzt der Herr Stoiber das Wort übernimmt, ist es mir eine besondere Ehre, im Namen der Stadt Bad Wildungen, ich muss mich ein bisschen auspacken, weil hier oben ist kalt, Ihnen nochmal eine besondere Anerkennung seitens der Stadtverwaltung und des Magistrats Ihnen zukommen zu lassen. Dazu, vielleicht könnten Sie mir mal helfen, das überzubringen. Machst du ein Foto? Ja. So. Dankeschön. Alles Gute Studio, weiterhin viel Erfolg bei eurem Training. Und ich würde mich freuen, wenn der Uwe Stoiber gleich noch was gesagt hat, wenn er euch noch so ein bisschen zu euren Trainings und was zu sehen vielleicht zu euren Zielen. Nächstes Jahr, wo wir dann wieder mit neuen Siegesfeiern mit euch rechnen dürfen. Herzlichen Glückwunsch.